Ja, hallo Leute und willkommen zurück. Ich bin's immer Jan. Und ja, zweiter Versuch. Gerade ist komischerweise einfach mal mein Handy, hat sich die Kamera beendet. Ja. Gut, jetzt das 50-Abo-Special. Ich habe eine Rückmeldung bekommen. Die wollte aber sehen, wollte halt mein Zimmer sehen. Deswegen mache ich es jetzt einfach als 50-Abo-Special. Und ja, ich nehme es mit Handykamera auf. Ich hoffe, das wird okay sein, die Qualität, weil sonst habe ich nur eine billige Kamera. Die kann ich mal kurz zeigen. Da. Ja, ist so eine Fancam, haben wir umsonst gekriegt und ja, damit hat man nicht mal was gesehen und ja, ich hoffe jetzt die Qualität wird gehen und diesmal wird auch mein Handy nicht abschmieren. Und ja, dann würde ich sagen, fange ich einfach an. Erstmal hier schön an meiner Tür, haben wir mal in der Schule ein Textil gemacht. Ja, hier habe ich ja gerade schon gezeigt, also da die Kamera ich gezeigt. PSP-Spiele, Xbox-Spiele, da auch PSP. Dann hier ein Sprungseil und Bandage. Also hier habe ich ziemlich viel liegen. Also mein Boden ist eigentlich relativ sauber, nur beziehungsweise ordentlich. Nur auf den Schränken oder auf Schreibtisch und whatever ist es ein bisschen unordentlich. Ja, hier sind noch Shampoo, Haargel und was weiß ich nicht alles. Auch Parfüm habe ich geschenkt bekommen mal und alles. Benutze ich auch wohl und keine Ahnung. Weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ist ja eigentlich nur, dass ich euch mein Zimmer zeige. Und hier, falls jemand fragt, wieso da Kelloggs sind, liegt daran, wenn ich esse halt abends eigentlich immer Kelloggs, so, also Abendessen. Und wenn ich die unten hinstelle, dann sind die sehr schnell weg. Innerhalb 2, 3 Tage spätestens. Und deswegen, ja, lagere ich die hier oben. egal. Ja, hier ist mein Fernseher. 107,9 cm Diagonale sind das. Da oben das Ding für die Wii, damit das die Fernbedienung und so erkennt. Dann noch hier, da ist. Ah, schon meine Beine geknackt. ja, das ist meine Wii mit Controller und Wii-Fernbedienung und alles. Die wird auch bald verkauft. Und da die PS3 mit Controller und ein USB-Adapter für Headset, nur das werde ich nicht mal gebrauchen, weil ich jetzt ein neues Headset habe. Muss ich gucken, ob mein neues überhaupt darauf funktioniert. Ja. Und da. Ah, kann man es lesen? Nein, kann man nicht lesen, weil ich im Licht bin. So. Ja, gut, ist jetzt falsch rum. Aber ich schätze, man kann lesen, dass da Game Capture HD drauf steht. Und da. Kann man das. Da. Ja, das war die Elgato. Für die, die es nicht kennen. Keine Ahnung. Ja. Und da habe ich Anlage. Eine Anlage mit Subwoofer. Klar. Dann Schrank mit Kleidung drin. Eine blaue Decke, die auf dem Boden liegt. Schön. Da habe ich CDs, zum Beispiel oben drauf. Für Englisch, für die Schule. Braucht man manchmal für Hausaufgaben, auch wenn es unnötig ist und man es einmal im Jahr vielleicht braucht. Dann hier ist auch ein bisschen Müll. Da ist Sporttasche. Amazon-Kartons. Dann von meinem Case vom PC-Karton. PS3, darunter ist mein alter PC. Hier habe ich Proteinshake, dann ja, Drucker, noch die Teile von meinem, die anderen Teile von meinem PC. Hier Motherboard und Grafikkarte und so alles. Ja, mein Bett, ja, schön. Habe ich gut schön vorher fertig gemacht. Schlafanzug, Decke, genau, da. Schönes Galileo-Kissen. Ah, damit kann ich gut schlafen. Oh Mann. Ja, jetzt, da habe ich auch nochmal einen Subwoofer für meine PC-Boxen. Aber hier kann ich, ja, so. Und da neben direkt einen noch. Ja, dann eine Lampe. Da habe ich einmal was für den Hals. Da. Ich weiß, das interessiert euch wahrscheinlich jetzt voll, was ich hier alles für Medikamente und so legen habe, auch wenn das eigentlich die einzigsten sind, egal. Und da nochmal Schmerzmittel. Ja, für die, die es nicht wissen, ich habe bald was an der Niere und dann muss ich das normalerweise nehmen, wenn es weh tut. Ja, egal. Mein Tony, schön hier ausschlappen. Cool. Ja. Oh Mann. Ja. Warum ist ein Eimer in meinem Zimmer? Ganz einfach, Kotzeimer, weil meistens, wenn mein Niere anfängt weh zu tun,
kommt das noch in Verbindung mit Übelkeit und das ist dann nicht so schön, aber da ist jetzt nichts drin, also braucht ihr euch nicht ekeln. Ja, jetzt kommt mein schön aufgeräumter Schreibtisch. Erstmal hier schön das neue Headset, das Logitech G930. Immer hier so, es lädt gerade auf. Also muss ich sagen, ist ein richtig geiles Headset. Ich habe es jetzt schon ausprobiert. Und ja, wenn werdet ihr dann sehen, wie es ist, wenn ich Videos damit mache. So, mal kurz übers Kabel steigen. So, ja, hier habe ich eine Taschenlampe, ein Cube, Armbänder. Hier habe ich, ja, wie ihr seht, hier ist es sehr aufgeräumt. Ja, meine Schreibtische sind einfach nur ordentlich, beziehungsweise mein Schreibtisch und die Schränke. Alles sehr ordentlich. Ja, Tastatur ist jetzt nicht die beste, aber ich finde zum Schreiben, also ist jetzt keine Gamer-Tastatur oder so, aber ich finde sie ist gut. Hat Ähnlichkeit mit einer Apple-Tastatur, also ich kann damit gut schreiben und das finde ich mir eigentlich am wichtigsten. Ist ganz gut. Hier kann man auch Windows Media Player mit bedienen und iTunes und alles. Ja. Da meine Maus, die Razer Naga. Schöne Maus. Da 12 Tasten und genau, die ist auf jeden Fall sehr geil. Wobei ich die wahrscheinlich nochmal umtauschen muss, da sie ein bisschen rumspackt, weil manchmal, wenn ich einen Linkstick mache, kommen komischerweise zwei. Aber naja, was soll man machen? Ich gucke mal. Es kann sein, dass ich gerade das Mikro ein bisschen zugehalten habe von Handy. Egal, ich mache das jetzt weiter, damit ich ungefähr gleich laut bleibe, weil ja, es muss schon irgendwie klappen. Da habe ich nochmal 1000 Passive Cards. Da Fernbedienung, Trinken. Hier, da habe ich auch ziemlich viel Müll. Das Taschenrechner, Duden, dann noch zwei Spiele, Assassin's Creed und Darkspore. Dann habe ich da eine externe Festplatte noch, die liegt unter dem Block und meine PSP ist da auch, nur gerade in der Hülle. Ja, ist auch alles schon aufgeräumt, da Mülleimer. Ja, gut, das, was hier drauf ist auf diesem Schrank, kann ich jetzt eigentlich, oder will ich jetzt noch nicht zeigen, weil da sind halt auch Bilder und so. Irgendwann werdet ihr mich noch sehen, aber das wird erst noch warten und außerdem ist, bin nicht nur ich da drauf und ich weiß nicht, ob die das wollen und deswegen. Ja, hier sind auch noch, ist auch noch Kleidungsschrank, beziehungsweise hier oben Socken. Hier kann ich den ja mal zeigen. Hier habe ich schön Kabelsalat, auch schön fürs Scheiße ein Laserschwert. Oh, wie alt das sein muss. Scheiße. Aber gut, da eine schöne alte Maus. Die habe ich sogar nie benutzt. Warum mache ich die in meinem Zimmer? Egal. Hier habe ich größtenteils eigentlich Verpackungen. So, hier vom Headset. Von Elgato. Ja, dann hast du noch einen PlayStation Controller. Und hier unten habe ich noch irgendwelche Spiele, die ich auch nicht spiele. Also, ja, sehr toll. Eine Gitarre, die ich mal 4 Wochen benutze, weil ich habe 4 Musikstunden genommen. Dann hatte ich keine Lust mehr. Aber ich habe mal Klavier 4 Jahre gespielt, aber da hatte ich dann auch immer keine Lust mehr. Auch wenn ich am Überlegen bin, fast vielleicht wieder anzufangen. Aber das interessiert euch wahrscheinlich auch alles nicht. Also, ja, was laber ich damit zu, ne? Hier, ja, Zahnseide muss ich leider benutzen. Da irgendwie Block von Brinkhoff. Okay. Hat man irgendwann mal bei K&K gekriegt. Steht da auch K&K. Ja, ich glaube kostenlos sogar dazu. Hier noch ein Kalender, der schon lange leer ist. Den könnte ich mal wegräumen. Stundenplan und auch alles mögliche. Ein Telefon, Rasierer. Hinten noch Gläser. Oh, habe ich ganz vergessen. Ich habe ja noch so Coca-Cola Gläser. Ich glaube die man von in McDonald's gekriegt hat. Das könnte ich mal wieder trinken. Oder ich stelle die einfach unten hin, damit jeder daraus trinken kann. Eigentlich haben wir so gemacht, jeder nimmt seine eigenen Gläser, kann sie dann mit ins Zimmer nehmen, damit er sie hat und die nicht irgendein anderer nimmt. Auch, ich weiß, eigentlich unnötig, das so zu machen, aber egal. Erst recht, weil ich sie so erst recht nicht benutze und ich trinke auch eh fast nie aus Gläsern. Dann habe ich hier noch, habe ich auch mein Textil gemacht. Wunderschön, finde ich. Ja, geht so, aber gut. Ja, das ist eine Cappy, die haben wir mal irgendwie an so einem Informationstag an der Schule. Sind wir halt in verschiedene Betriebe gegangen, hat man das da bekommen. Hier habe ich eine Lampe, Wecker, für die Anlage die Fernbedienung, ein Witzebuch, drunter noch Bücher, die ich auch nie lesen werde. Habe ich mal, ich glaube,
Das eine ist Aragorn, das habe ich mal bis Seite 20 oder so, da hatte ich auch keinen Bock mehr. Da schön pinke Tasche für die Gitarre. Bevor ihr jetzt fragt, warum hast du direkt eine Gitarre gekauft oder so, die gehört meiner Schwester eigentlich, nur ich durfte die benutzen. Könnte ich eigentlich mal wiedergeben, aber sie spielt auch keine Gitarre mehr, also ja. Sonst würde sie auch fragen, ob sie wiederkriegt. Da ist noch eine Isomatte. Und ja, eigentlich war es das dann jetzt auch. Ich hätte nicht gedacht, dass es 10 Minuten dauert. Und ja. Ja, mal so einen groben Überblick. So. Ja. Gut. Toll. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielleicht, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt das beste Abo-Special. Aber ja, ich hatte keine anderen wirklich guten Einfälle, weil ich hatte noch einen, aber den habe ich halt für, das habe ich halt fürs 100-Abo-Special. Und deswegen, dann, ja, habe ich jetzt einfach das gemacht, weil einer wollte es auch sehen, die anderen, oder ihr anderen habt ja nicht geschrieben, was ihr wollt, oder, keine Ahnung. Und dann, ja, wird noch lustig, wenn ich mir für die anderen Abo-Specials was ausdenken muss. Aber ja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist jetzt auch nicht professionell oder so von mir gewesen, aber hey. Hey, mir ist gerade was aufgefallen. Habt ihr vielleicht auch gesehen? Da, ein Stein. Warum habe ich einen Stein im Zimmer? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht mehr. Muss auch irgendeine tiefere Begründung haben. Warum sollte ich sonst einen Stein haben? Der glitzert auch. Keine Ahnung, vielleicht habe ich ihn geschenkt bekommen. Ja, toll. Egal, ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sag's wie immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.